Einen wunderschönen guten Morgen am Tag 0, Tag 1 nach dem EM-Aus. Ich sehe wahrscheinlich verweinte Gesichter, Enttäuschung, Entrüstung oder Fragezeichen. Verdient das aus? Schön, dass ihr da seid. Schreibt mal in den Chat, was eure ersten Reaktionen nach gestern sind. Bevor wir uns dem heutigen Thema widmen, Entwicklung mit RxJS und was das für die Entwicklung von Single-Page-Applications bedeutet. Weil ich das nicht so gut kann wie der Yannick, habe ich mir Yannick heute eingeladen. Hallo Yannick. Hi. Und bevor wir loslegen, kurz eine Intro, damit ihr wisst, wie das hier alles funktioniert. Ich bin quasi der neue Webinar-Bundestrainer. Führe euch mal ganz kurz durch, wie das alles funktionieren soll. Wenn ihr Fragen habt, stellt es bitte in den Q&A-Tab. Das hat den Vorteil, dass ihr voten könnt und damit können wir sehen, welche Fragen für euch am spannendsten sind und können am Ende darauf eingehen. Und wenn ihr wissen wollt, ob das Webinar aufgezeichnet wird, dann ist schon mal die klare Antwort ja. Ihr findet das einige Zeit später unter Webinare auf unserer Homepage. Da könnt ihr reinklicken, könnt die Aufzeichnung der vergangenen Webinare anschauen, findet auch die Links auf Source Code Repositories, auf die Slide Decks, auf irgendwelches anderes Material. Und zusätzlich seht ihr da auch, was für Themen für demnächst dann stehen. Und könnt mal gucken, ob da was Interessantes für euch dabei ist. Und nach dem Webinar kommt ihr automatisch auf eine ganz, ganz kurze Umfrage. Da freuen wir uns immer darüber, wenn ihr uns Feedback hinterlasst, uns schreibt, wie es euch gefallen hat, was wir verbessern können, welche Themen ihr vielleicht auch in einem der nächsten Webinare gerne sehen wollt. Und wenn ihr früher raus müsst, weil schon der nächste Termin ansteht oder unsere Q&A-Session ein bisschen länger geht, weil möglicherweise viele Fragen da sind, dann könnt ihr diese Umfrage auch erreichen, wenn ihr oben auf diese kleinen drei Punkte klickt und Exit Webinar drückt, dann funktioniert das ganz perfekt. Und wenn ihr das Gefühl habt, eure Frage, die ihr heute stellen möchtet, passt hier in den Rahmen nicht rein, es gucken zu viele zu oder ihr müsst irgendwas vorbereiten, wo ihr den Yannick mal fragen wollt, warum das bei euch nicht funktioniert. Wir werden im Laufe des Webinars einblenden die Möglichkeit, mit ihm ein kleines Expert-One-on-One zu buchen. Und da habt ihr dann die Chance, mit ihm mal unter vier Augen ein paar Minuten reden zu können, eure Fragen zu stellen, vielleicht ein bisschen Code zu scheren, Dinge, die jetzt hier im Webinar vielleicht sonst den Rahmen sprengen würden. Ja, das ist eigentlich schon alles. Dann hoffe ich, ihr seid bereit, habt den Schock mit der Nationalmannschaft ein bisschen verdaut und seid bereit für Yannick und seine Show. Und dann sage ich Bühne frei, Yannick, viel Spaß. Ja, dann auch mal Hallo von mir und danke an Marco für die freundliche Einführung oder das Anmoderieren. Ich persönlich bin von dem ganzen Fußballtrubel nicht so affektiert, muss ich sagen. Ganz cool, dass gestern nicht so viel rumgehupt wurde. Aber ja, wir sind heute hier, um RxJS nochmal anzusehen. Und direkt zu Beginn wieder, wie üblich, hätte ich gerne eine Frage gestellt, nämlich ihr wisst vielleicht oder manche wissen vielleicht, dass das hier mehr oder weniger der dritte Teil einer Webinar-Serie ist und mich würde interessieren, habt ihr denn den ersten Teil gesehen oder den zweiten Teil oder seid ihr jetzt gerade erst drauf gestoßen? In dem Fall könnt ihr euch natürlich den ersten, zweiten Teil ansehen. Gucken wir mal rein. Sehr schön, sehr schön. Ach, diese Live-Polls sind einfach immer wieder eine Freude, muss ich zugeben. Ich hoffe, ihr seht die Live-Ergebnisse auch. Sehr cool. Ich sehe, dass schon mal grob die Hälfte die ersten beiden Teile gesehen hat. Das freut mich natürlich sehr. Ich habe schon ein paar bekannte Gesichter im Chat gesehen. 35% mit nur Teil 1. Den empfehle ich unbedingt Teil 2. Ja, da geht es nicht nur um wirklich sich Operatoren konkret anzusehen, sondern generell, wie Operatoren, Operatorenketten funktionieren. Wir bauen da auch einen eigenen Operator, kann ich nur empfehlen. Und für die vier Leute, die heute zum ersten Mal dabei sind, empfehle ich natürlich auch, sich Teil 1 und 2 anzusehen, falls ihr noch relativ neu auf dem Thema unterwegs seid. Ich schließe mal die Umfrage hier. Vielen Dank auf jeden Fall für die Teilnahme. Und dann legen wir mal los, denn heute gibt es ein bisschen was anderes. Ich werde trotzdem noch einmal ganz grob die Motivation
ansprechen. Die habt ihr wahrscheinlich schon dann in großen Teilen gesehen. Der Vollständigkeit halber müssen wir es nochmal machen. Die Sache ist, warum machen wir diesen ganzen Kram mit den Datenstreams und so weiter? Wie schon erwähnt, wir wollen uns mit Asynchronität beschäftigen. Wie zum Beispiel, dass der User auf Buttons klickt oder scrollt oder irgendwas der Tat macht oder ein neues Datenset aus Websockets kommt oder man einen HTTP-Request macht. Alle diese Dinge sind Asynchronität. Und in unseren Applikationen, die wir schreiben reaktive Applikationen. Wir benutzen das Reactive Programming Paradigm in diesem Fall, um eben zum Beispiel auf diese Dinge reagieren zu können. All unsere Applikationen sind prinzipiell reaktiv, denn wir warten in irgendeiner Form meistens darauf, dass wir auf was reagieren können. Dass der User was einen Button klickt, irgendwohin navigiert, dass Daten von einem HTTP-Request zurückkommen, dass irgendwo Daten, geupdatet werden. All das ist Reaktivität und Reaktivität ist cool, weil dann können wir einen Datenfluss modellieren, der idealerweise keine Seiteneffekte hat und wir können genau sehen, wo die Daten langfließen, haben mehr Kontrolle darüber und kein, der Button verändert das und das und das, jetzt habe ich plötzlich irgendwo eine Referenz geupdatet und wer hat das nicht mitgekriegt. All das können wir vermeiden, wenn wir das Ganze ein bisschen reaktiv angehen. So, was macht AX? In dem Fall, AX steht für Reactive Extensions. Es ist prinzipiell eine Bibliothek, die das Observer-Pattern implementiert. Da gehe ich auch im ersten Teil sehr im Detail drauf ein, was das Observer-Pattern ist. Aber ist ein Software-Design-Prinzip, sage ich mal, das sich erwiesen hat, wenn ich denn Änderungen kommunizieren möchte und die empfangen möchte, wie zum Beispiel, dass sich Daten irgendwo ändern. Was AX macht, ist implementiert, wie gesagt, dieses Observer-Pattern und gibt uns eine sehr starke API, um Datenströme zu modellieren. Ja, wir können ganz viele Streams miteinander verbinden, modellieren, dass am Ende das rausfluppt und genau dann rausfluppt, wann wir das wollen. Und dazu gibt es eine sehr große Handvoll, ich glaube über 104 Operatoren, die uns das Leben leichter macht. Das Coole ist, wie gesagt, AX.js ist Angular, setzt stark auf AX.js aus den ganzen Gründen, die ihr idealerweise dann auch in Teil 1 seht. Prinzipiell, wir haben quasi über dieses Observer-Pattern und die AX-Implementation einen einheitlichen Weg, uns mit dieser Asynchronität zu beschäftigen und die zu handhaben in allen verschiedenen Fällen. Und AX ist für mehr als nur HTTP-Requests da. Und das ist genau der Punkt, auf den ich heute eingehen möchte. Denn in den ersten beiden Beispielen haben wir das Ganze eingeführt und die meisten Leute machen damit halt einen HTTP-Request. Vielleicht kommt dann noch ein Map- oder Switchmap-Operator, wenn man Glück hat, mit rein. Und dann war es das auch schon. Die Leute fragen sich, warum muss ich diesen ganzen Kram überhaupt machen? Für jemanden, der sehr viel Zeit mit AX.js verbringt, mache ich auch viele andere Dinge, die nicht nur HTTP-Requests sind. Man kann natürlich auch sowas machen, weiß ich, ein Downloader, wo wir sagen, wir wollen jetzt 20 HTTP-Requests, die nacheinander loslaufen. All das können wir ganz, ganz einfach managen, ohne Zusatzlogik bauen zu müssen, denn AX.js bringt uns das schon mit. Aber ich baue auch ganz viele andere Sachen. Insbesondere, wenn man auch auf das Store-Pattern, das Redux-Pattern setzt, ist es natürlich sehr interessant, obwohl da der AX-Teil ein bisschen runterfällt, sage ich mal. Aber im Endeffekt zum Beispiel Kommunikation von Datenupdates. Die Subject as a Service habt ihr vielleicht schon mal gehört. Oder ich habe verschiedene wirkliche Komponenten gebaut. Ein Stepper zum Beispiel, der darüber kommuniziert, um rauszufinden, welcher Step gerade aktiv ist und so weiter. Und all das ist performant und toll und super. Und heute, was ich heute machen möchte, ist, ich möchte einfach mal ein Beispiel mit euch durchgehen und dass wir gegenüberstellen können einfach. Es ist ein sehr simples Beispiel, das ist ein reales Beispiel, das habe ich beim Kunden prinzipiell genauso vorgefunden. Das möchte ich vorstellen und wir gucken uns erstmal eine, sage ich mal, naive Implementation an. Dann gucken wir uns eine fortgeschrittene Implementation an und dann machen wir das Ganze in AX, damit wir so eine kleine Gegenüberstellung haben, was denn da schon für uns einfach mitkommt und wie das Ganze dann aussieht. So, und das machen wir heute und dann stellen wir nochmal das Problem vor. Das Problem heute ist euch vielleicht schon mal begegnet, vielleicht auch nicht. Es geht um Synchronized Scrolling. Sprich, ich habe zwei Containerboxen, da sind von mir aus Tabellen drin oder sowas und ich möchte, wenn ich die eine Kiste scrolle, die andere Kiste in Sync halten, sprich genauso weit mit scrollen. Wie gesagt, das habe ich genauso vorgefunden und
als, wie soll ich sagen, AXJS-Enthusiast habe ich auch direkt damit angefangen, das Ganze in AX zu lösen. Genau das will ich heute mit euch machen, aber ich möchte, wie gesagt, den Weg zeigen, wie man quasi von der normalen Lösung, also der Nicht-AX-Lösung, auf die AXJS-Lösung kommt. So, unser Ziel ist, wie gesagt, gucken wir uns noch mal eine Lösung an. Fangen wir an mit, was ich nenne, die naive Lösung. Sprich, wenn ein Container scrollt, setze ich einfach die Position des anderen Containers, die Scrollposition des anderen Containers. Das habe ich schon mal für uns ein bisschen aufgesetzt. Hier ist der Browser, da haben wir hier die zwei Kisten. Ich gebe euch noch einen kleinen Einblick in den Code. So, hier oben erzeuge ich einfach nur ein neues Array mit 1000 Werten drin. Da fülle ich einen Haufen Nullen rein und nehme noch den Index quasi daraus. Da habe ich quasi eine Liste von 1000 Indizes, sprich die Zahlen von 0 bis 999. Das nur, dass ich gleich einfach iterieren kann. Gucken wir uns mal kurz das Template an. Ich habe hier meine zwei Container. Der eine heißt, oder den einen habe ich getaggt als Main, den anderen als Side. Sie sind, haben ein bisschen CSS-Klassen, wunderbar. Und bei dem Scroll-Event rufe ich die Scroll-Methode auf und sage einfach, welcher Container gerade am Scrollen ist. An dieser Stelle, es gibt viele Möglichkeiten, das Ganze zu implementieren, sprich dieses Scroll-Event mit der Komponente zu verdrahten. Aber ich habe einfach mal diesen Weg gewählt. Macht keinen Unterschied in dem Fall. Auf jeden Fall in dem Container haben wir ein ng4, wo wir über die Range iterieren. Und dann einfach ein bisschen was in diese Container reinschreiben. Gucken wir noch mal kurz auf die Komponente. Ich nehme hier den ViewChildDecorator, um mir eine Referenz zu holen auf besagten Container. Das brauche ich, um nachher auch die Scrollposition setzen zu können. Und hier haben wir die Scroll-Funktion, die aufgerufen wird, wenn eine der beiden Container scrollt. Ja, wenn Main scrollt, dann kommt hier Main rein. Wenn Side scrollt, kommt hier Side rein. Und wir machen Apply Scroll. Apply Scroll ist relativ simpel, gehen wir da auch noch einmal drüber. Ich nehme mir einmal das Source-Element, sprich das Ding, das gerade scrollt, und das Target-Element, sprich das andere Element, um dort dann die Position anzupassen. Hier unten, ich nehme mir den Scroll-Top-Wert von dem Native-Element runter und setze es dann entsprechend auf dem Target. Sprich, einer scrollt, anderes wird geupdatet. Gucken wir uns das Ganze an. Ich bin hier in Main. Ich scroll mal ein bisschen und wir sehen, Side scrollt mit. So, eine Sache noch. Ich habe hier unten ein Console-Log, das mir genau zeigt, wer denn gerade dieses Scroll-Event feuert. Und wenn wir jetzt mal hier unten ins Terminal reingucken, sehen wir, dass irgendwie Main scrollt und Side scrollt und Main und Side und Main und Side. Ja, das heißt, egal welche Seite ich scrolle, es ist immer ein Mix von beiden. Und hier haben wir schon das erste Problem an dieser naiven Implementierung. Dadurch, dass ich quasi von dem einen Container auf dem anderen das Scroll-Top verändere, fliegt dadurch automatisch wieder ein Scroll-Event, weil sich ja der Scroll geändert hat. Und somit feuern die sich immer gegenseitig hin und her. Das Ganze ist dann so ein Kreislauf, der konvergiert dann irgendwann. Und ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Also bei mir auf dem Screen, wenn ich jetzt hier so lang scrolle, dann flickert das bei mir immer so, ja, weil die Werte sich ja gegenseitig updaten, dann zuckelt das immer. Ich weiß nicht, ob man das bei dem Screenshare so gut sehen kann. Gut, das ist unser Projekt, mit dem wir jetzt arbeiten werden. Und hier haben wir auch direkt die Probleme mit dieser Lösung. Wie gesagt, wir haben diese zyklischen Updates. Das konvergiert zwar, aber es flickert. Und das ist natürlich nicht schön. Das heißt, wir müssen uns eine bessere Lösung einfallen lassen. So, meine erste Idee an dem Punkt ist dann die folgender, sagen wir mal, Algorithmus oder Vorgehensweise. Ich habe das Ganze mal Advanced Solution genannt, weil sie klein bisschen mehr tut als das simple Updaten. Und zwar geht es darum, es wäre doch cool, wenn wir herausfinden können, welcher Container der ist, der zuerst gescrollt hat. Weil natürlich der erste Container, den ich scrolle, ist auch der, auf dem die Maus quasi liegt. Ja, und das ist dann der Container, der den Marsch vorgibt. Ja, wenn ich also weiß, welcher Container zuerst gescrollt hat, kann ich einfach den zweiten Container updaten und alles, was von dem zweiten Container reinkommt an Scroll-Event, können wir ignorieren. Ja, das ist prinzipiell der zweite Schritt. Wir ignorieren die Events des zweiten Containers. So, wie gesagt, wenn wir scrollen, updaten wir den zweiten Container, wunderbar. Und nach ganzen 100 Millisekunden sagen wir dann einfach, wir resetten den ganzen Prozess. Ja, warum diese 100 Millisekunden? Ganz einfach, wenn ich jetzt hier scrolle links, ja, und jetzt wechsle, dann dauert das
eine gewisse Zeit. Ja, und diesen Zeitraum können wir quasi nehmen als Reset für diesen ganzen Prozess, um dann sagen zu können, hey, ich kann wieder von vorne anfangen und mir dann merken, dann ist zum Beispiel Side der, ist zum Beispiel Side der Erste, der scrollt. Das ist der Algorithmus, der funktioniert auch ganz gut, hat sich gezeigt und den wollen wir dann jetzt implementieren. So, damit wir das nicht aus den Augen verlieren, machen wir gerade mal noch den Pfeil auf. Machen wir das Ganze so. Hier haben wir den. Ich zoome das noch ein bisschen für euch. So, irgendwo hier müsste die Möglichkeit sein, das ein bisschen kleiner zu machen. So, ich hoffe, das kann man gut lesen. Ja, ich hoffe, es sitzt auch schön unter meiner Kamera, dass ihr es auch lesen könnt. Und hier haben wir einfach nochmal die Schritte aufgelistet, dass wir noch wissen, worum es geht. So, was ist prinzipiell das Erste, was wir tun wollen? Wir wollen rausfinden, welcher Container ist der, der zuerst gescrollt hat. Das ist eine Art State, den müssen wir irgendwo halten. Deswegen fangen wir an und setzen hier eine Variable, die nennen wir einfach mal First. Die kriegt dann quasi rein, hat Main gescrollt oder hat Side gescrollt. Das ist mein Typ, ist quasi einer der beiden Strings. Und natürlich darf First auch undefined sein, denn wir starten mit nichts. Kommentieren das Ganze mal gerade als State Variables, wunderbar. So, was wollen wir also tun? Wir wollen uns merken, wer zuerst gescrollt hat. Sprich, wenn First noch nicht gesetzt ist, hat noch keiner gescrollt. Also. Und dann wollen wir uns einfach merken, wer denn gerade gescrollt hat. Ja, da beide Container mitliefern, wer gerade scrollt, geht das los. So, jetzt haben wir uns schon mal gemerkt, wer der Erste ist, der gescrollt hat. Jetzt wird diese Scroll-Funktion ja ganz oft immer wieder aufgerufen und wir wollen jetzt also die zweiten Container einfach ignorieren. Bedeutet also, wenn die Source, sprich der, der gerade scrollt, nicht das ist, was in First steht. Ja, fast, wunderbar. Dann ignorieren wir das ganz einfach und return. Sprich, wenn ich zuerst Main scrolle, merke ich mir Main. Wir können das Ganze mal so hinschreiben. Determine which container scrolled first. Und hier ignore events from second container. Ja, bedeutet also, wir merken uns in First, dann wir scrollen jetzt Side zuerst, dann setzen wir auf First Side. Und wenn jetzt diese Main Scroll Events reinkommen, da sie nicht Side entsprechen, returnen wir einfach. Hier unten update the scroll position auf die other container. Ja, hier mit dem apply scroll funktioniert wie vorher auch. Ich setze einfach auf dem anderen Container die Position. So, prinzipiell können wir das Ganze auch gerne schon mal testen. Ich speichere mal gerade. Ich hoffe, dass das Ding neu baut. Oh, das ging flott. Jetzt scrollen wir mal hier Main und wir sehen, Side scrollt munter mit. Wenn ich jetzt aber hier auf Side gehe und scrolle, geht es natürlich out of sync, weil wir haben ja noch nicht resettet. Wir sehen aber hier unten, ja, dass diese Scroll-Events nur von Main durchkommen. Bedeutet also, das hat schon mal geklappt. Wir ignorieren also die Teile des zweiten Containers. So, müssen wir uns noch um diesen Reset-Teil kümmern. So, wenn wir in JavaScript irgendwie auf irgendwas warten wollen, einmalig, dann gibt es die Funktion SetTime, SetTimeout. Der gebe ich eine Funktion rein. In dieser Funktion kann ich was tun. Was möchte ich tun? Ich möchte einfach First wieder auf Undefined setzen. Und das Ganze nach 100 Millisekunden. So, was genau? Marke da Missing Semicolon? Ja, das können wir dir geben. Kein Problem. So, jetzt natürlich das Problem. Jetzt würde ich ja trotzdem immer nach 100 Millisekunden, sprich nach jedem Scroll, das Ganze resetten. Das heißt, was wir eigentlich tun müssen, ist, wir müssen dafür sorgen, dass wir diese 100 Millisekunden erst dann ablaufen, wenn kein Scroll-Event mehr kommt. Bedeutet also, wir müssen diesen Timer einfach jedes Mal clearen, wenn ein Scroll kommt und ihn nur dann durchlassen, wenn quasi kein Scroll mehr kommt. Heißt, wir merken uns mal den Handle von diesem Timer. Nennen wir einfach mal hier oben Timeout, der darf auch undefined sein, nehmen wir jetzt einfach mal Any, weil ich gerade das Timing, mal gucken, was da zurückgibt. Ja, okay, lassen wir es einfach mal auf Any und wir setzen das Ding. Ja, also machen wir this Timeout ist SetTimeout. Jetzt haben wir einen Händler auf diesen Timeout. Was wir tun können ist, oder was wir tun wollen ist, wenn dieses Ding gesetzt ist, this Timeout, dann wollen wir das Ding mit clear Timeout einfach
Okay. Ja, das ist prinzipiell, was wir tun wollen. Also schreiben wir hier unten noch so hin, wait 400 milliseconds and reset. With no scroll events and reset. So, und wenn wir das Ganze tun, gucken wir mal, wenn ich keinen Fehler gemacht habe, dann sollten wir jetzt in der Lage sein, den ersten zu scrollen. Wir sehen nur Main scrollt. Wir wechseln die Seite, Side scrollt, wir wechseln die Seite, Main scrollt und wir sehen, wir haben diesen zirkulären Effekt nicht mehr. An dieser Stelle eine Sache noch. Prinzipiell ist es hier nicht so wild. Falls Leute, die das erste Webinar gesehen haben, sie erinnern sich bestimmt an die Sache mit dem Unsubscribe. Dasselbe gilt natürlich auch für Timer. Ja? Wenn ich jetzt diese Komponente hier verlassen würde, wäre es natürlich auch cool, wenn dieser Timer auch geklärt wird. In unserem Fall hätte das keinen großen Einfluss und das ist ein sehr cooles Beispiel für diese ganze Unsubscribe-Thematik, weil wenn ich die Komponente zerstöre und diesen Timer nicht cleare, dann ist für 100 Millisekunden potenziell, wenn dieser Timer gerade am Laufen war, sprich ich scrolle und kill oder navigiere weg, dann ist potenziell für 100 Millisekunden diese Scrolling-Komponente noch im Memory, weil wir in dieser Closure hier das First binden, ja? Sprich unsere Komponente mit diesem Dis. So, und damit das nicht passiert, und dann, wie gesagt, wenn dann die 100 Millisekunden vergehen, setzen wir auf der Komponente, die wir eigentlich gar nicht mehr sehen, dieses First auf Undefined. Also können wir hier das OnDestroy machen und sagen, wenn die Komponente zerstört wird, cleanen wir auch das Timeout, wenn es denn eins gibt. So, das Coole, wie gesagt, an diesem Beispiel ist einfach, hier wäre ein guter Punkt zu sagen, okay, in diesem Fall muss ich nicht wirklich den Timer clearen, weil es tut uns nicht weh und nach 100 Millisekunden wird das Ding eh aus dem Memory geworfen, also kein Problem. Ja, das wäre so ein Beispiel, wo man sagen könnte, hey, hier haben wir drüber nachgedacht, muss man nicht unbedingt machen, aber da wir clean arbeiten, machen wir das Ganze so. Anyway, wir sehen also, wie gesagt, unser Beispiel funktioniert, wir können Side-Scrollen, Main-Scrollen, es gibt kein Flickern und nur eine der beiden Container lässt diese Updates durch. Cool. Gibt es bis an dieser Stelle denn noch Fragen, für was wir da gerade so gebaut haben? Ich hoffe, ich habe das bisher ganz gut illustriert, denn jetzt können wir uns an den AX-Teil machen, sprich, wir ändern die Implementation, dass wir wirklich AX.js verwenden, um genau dasselbe zu implementieren. Gut, an dieser Stelle möchte ich jetzt, dass wir auf eine Sache gucken, nämlich das ist die Advanced Solution. Und ich möchte, dass wir jetzt zusammen den Unterschied rausfinden zwischen der Advanced Solution und der AX Solution, weil das größte Problem, sage ich mal, mit dieser ganzen AX-Geschichte ist, es erfordert eine Art Umdenken, sage ich mal, ja. Wenn man ganz viel, sehr, sehr viel, nur AX.js macht, dann sieht man irgendwann nur noch Streams und alles ist ein Stream. Und ganz ehrlich, das ist eine coole Sache. Und auch hier kann man sehen, wie hier Streams eigentlich am Interagieren sind. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir zusammen drauf gucken und gucken, was ist eigentlich der wirkliche Unterschied zwischen diesen beiden Lösungen. Und jetzt habe ich ein neues Slide vorbereitet und wir sehen, dass sich die AX-Lösung nicht wirklich unterscheidet von unserer advanceden Lösung. Wir können genau denselben Algorithmus implementieren mit AX.js, mit unter Umständen ein paar Annehmlichkeiten. Ja? Wenn ihr jetzt, wie gesagt, das Ganze verfolgt habt, seht ihr ja, wir müssen uns hier Gedanken über wir müssen uns hier oben Gedanken über Logik machen, State updaten. Potenziell hat State immer Seiteneffekte. Wer weiß, ob hier unten, wenn die Komponente größer wäre, ob sonst noch jemand hier drauf rumnudelt, ja. Und wir müssen uns Gedanken über diese Timer-Geschichte machen, was auch nicht unbedingt einfach ist, hier zu sagen, hey, ich muss mir erst das Timeout merken, immer Clear Timeout machen und nur dann, wenn ich quasi kein Clear Timeout mehr mache, sprich, wenn kein Scroll-Event mehr kommt, dann läuft ja dieses letzte Timeout quasi durch nach diesen 100 Millisekunden. Und das ist nicht unbedingt immer nachvollziehbar. An dieser Stelle hätte ich nochmal einen kurzen Poll für euch, nämlich rein aus Interesse,
wie viel habt ihr denn bisher so mit AXJS gemacht, grob durch die Bank weg? Ja, haben wir eher so, ja, bisher gab es für mich noch keinen Grund, das zu machen. Es klappt auch alles so, weil man kann prinzipiell auch alles so implementieren. Wir machen hauptsächlich HTTP-Calls nur damit und sonst nichts anderes. Oder eben, wir nutzen AXJS an vielen Stellen, um zum Beispiel, wie soll ich sagen, Daten zu kommunizieren. Ja? Oder vielleicht haben wir sogar einen Autor oder einen Contributor für die AXJS-Lib da. Guckt, ich meine, deine Advanced Solution sieht jetzt auch so gut aus, dass ich auch schon gedacht habe, Mensch, wir sind fertig, wir können heute früher Schluss machen. Sodass ja genau die Frage ist, ja, was bringt am Ende der Einsatz von AXJS? Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo viele dann grübeln, mache ich den nächsten Schritt überhaupt noch? Und darauf wollen wir gerade dann mal zusammen schauen. Gucken wir mal, der Poll läuft noch ein bisschen, es ist sehr gut durchmischt. Ja, wir haben also Leute, die wirklich AXJS an vielen Stellen schon einsetzen. Ich frage mich, ob das dann die Leute, die C geklickt haben, wäre für mich auch interessant, ob ihr es quasi bisher nur für Datenupdates benutzt oder ob ihr wirklich auch, wie ich jetzt quasi versucht, ein Problem damit zu lösen, was vielleicht in erster Linie nicht so, wie soll ich sagen, intuitiv gewesen wäre, bis ihr anfangt, ob ihr quasi schon die Streams überall seht oder nicht. Wir sehen auf jeden Fall, 40% machen nur HTTP-Calls, 30% haben bisher noch keinen Use-Case gesehen für AXJS. Ich hoffe, dass ich die Leute abholen kann. Und denn wie gesagt, alles ist ein Stream. Und wenn ihr Zweifel daran habt, wir können gerne in dem Expert 101 zusammen mal darüber reden, dass ob wirklich alles ein Stream ist. Ich habe das mal damals im Talk gehört von Rob Wormald und dachte auch, irgendwie ist das komisch. Und je mehr man es macht, desto mehr sieht man es und es fühlt sich sehr befreiend an. Meine Streams, meine Datenflüsse zusammenzubauen, am Ende quasi läuft alles und es ist genau, es kann keinen Seiteneffekt geben, es funktioniert genau richtig, das ist immer ein sehr schönes Gefühl. So, schließen wir mal die Umfrage und ich nutze mal auch gleich deine Vorlage und blende mal auch schon das Pop-up für das Expert 101 ein, damit, ja, okay, genau. Damit jetzt, wenn die Kinnlade nach unten geht, wenn du loslegst, die Leute dann auch im Zweifel dich dann nochmal kontaktieren können. Ja, sehr gerne. Ich rede, wie ihr hoffentlich merkt, gerne über AXJS. Ist ein geiler Scheiß. Ich mache es wirklich nur und es macht, bereitet mir viel Freude tatsächlich. So, was wollen wir denn tun jetzt? Natürlich, wie ihr schon festgestellt habt, wenn ihr schon mit AX gearbeitet habt, ist natürlich alles immer die Frage, ja, welche Operatoren nehme ich denn? Ja, gehen wir mal durch diesen Algorithmus, der prinzipiell derselbe ist. Und gucken mal, ob wir die Operatoren dafür finden, die uns dabei helfen können oder ob wir nicht sogar vielleicht an der einen oder anderen Stelle einen Custom-Operator schreiben müssten, um das zu tun. Gucken wir uns das Ganze mal an. Der erste Schritt in unserem Algorithmus war, rauszufinden, welcher Container scrollt zuerst und dann natürlich den anderen Container ignorieren. Wie finde ich denn jetzt einen Operator, der das tut? An dieser Stelle möchte ich nochmal auf den Operator Decision Tree hinweisen. Und ich sage das nicht nur aus Spaß. Sagen wir so, wenn man eine gewisse Zeit lang mit AX arbeitet, dann weiß man grob, welche Operatoren es gibt und wofür es Operatoren gibt. Wenn man noch relativ neu ist, ist dieses Ding, der Operator Decision Tree, wirklich Gold wert. Ich kopiere das mal gerade und dann gucken wir uns das gemeinsam an. Denn ich habe tatsächlich auch letztens mit einem Kollegen, der ein Problem hatte, dem ich dann nicht die Lösung erzählt habe, sondern wir sind zusammen durch diesen Operator Decision Tree gegangen, haben unser Problem klein gehackt, sage ich mal, in quasi mehrere Schritte, weil, wie gesagt, ich baue ja immer einen neuen Stream. Und haben dann diesen Tree gemacht und es hat wunderbar funktioniert, genau die Operatoren zu finden, die wir gebraucht haben. Und genau das will ich mal gerade einmal mit euch machen. Das Einzige, was ihr noch theoretisch noch mit wisst, ist Folgendes. Bei diesem ganzen Stream-Setup gehe ich davon aus, zu sagen, wir haben ja diese beiden Container und wir haben die Scroll-Events. Für mich kommen diese Scroll-Events durch einen Stream. Sprich, ich habe zwei Streams, nämlich einen für den Main-Scroll und einen für den Side-Scroll, weil das sind ja die Scroll-Events, auf die ich mich hänge. Die mache ich natürlich in den Stream, damit ich die mit AXJS interfacen kann. Ja, das heißt, wir haben prinzipiell zwei Streams. So, zwei Observables. Wir beobachten das Scroll-Event. So, also, wenn wir mal hier lesen, I have one existing observable. Nein, wir haben zwei. I have some observables to combine together as one observer. Das ist, was wir tun wollen. Jetzt, I want to receive values only from the observer that emits a value first. Interessant, dass das auch der erste Punkt gerade ist. Ja, das ist prinzipiell genau das, was wir wollen. Wir haben zwei Streams und wir wollen nur wissen, welcher von diesen beiden Streams hat zuerst gefeuert. Es ist
Cool, das ist jetzt der erste Punkt ist. Wir können noch aus Spaß die anderen angucken. I want to be notified when all of them have completed. Ist im Moment noch nicht für uns relevant. I want to output the values from either of them. Fast, ja, prinzipiell gut. I want to output a value computed from values of these source observables. Nein. I want to subscribe to each in order. Ebenfalls nein. Wir haben quasi beide Observables, wir haben die gleichzeitig laufen und die Frage ist, welcher von den beiden feuert zuerst? Ist unsere Frage. Klicken wir da drauf und wir werden präsentiert mit Race. Wunderbar. Race für das Rennen. Ja, wir haben zwei Observables, die rennen um die Wette. Wer ist zuerst und feuert zuerst? Gucken wir mal und wir sehen, in meiner Lösung sehe ich auch Race vor. Gucken wir uns den Race-Operator an. Ja, ich hatte auch in dem zweiten Teil dieser Ike-Serie habe ich erklärt in Tiefe auch, wie man Marble-Diagramme liest. Ganz grob, wie funktioniert das? Wir haben hier drei Observables auf einer Timeline, die zu diesen Zeitpunkten emittieren. Der hier emittet hier die 20, vorher emittet der hier die 1, der hier emittet an dieser Stelle die 0. Wir packen die drei in den Race-Operator rein, in den Creation-Operator Race und wir sehen, dass nur die Events des ersten, der zuerst emittiert hat, durchfeuert. Für all die, die sich fragen, wo das gerade herkommt, es gibt die wunderbare Seite axmarbles.com. Dort können wir hier auf Race gehen. Dort habe ich es hergenommen und jetzt sehen wir auch, dass wenn ich zum Beispiel diese 20 hier nach vorne ziehen würde, sehen wir plötzlich, wir haben diesen Stream hier, der aktiviert wird, die anderen zwei werden unsubscribed. So funktioniert Race. Wenn ich jetzt die 0 hier vorziehen würde, hätte ich die 0. Wunderbar. Und hier unten sieht man auch scheißegal, was der Rest macht. Einer dieser Streams gewinnt und es gewinnt der, der auf der Timeline zuerst emittet. Diese Marble-Diagramme werden wir öfter sehen. Jetzt, wie gesagt, um dieses Problem zu lösen, können wir den Race-Operator nehmen. Dann wissen wir schon mal, dass wir nur die Scroll-Events durchlassen von dem Container, der zuerst gescrollt hat. Wunderbar, in einem Operator kriegen wir schon mal diese zwei If-Blöcke bei uns raus und diese State-Variable. Gucken wir uns das nächste Problem an. Update Scroll Position of the other Container. Das ist relativ, sag ich mal, trivial. Das habt ihr bestimmt schon mal gemacht. Ja, Tab so ein bisschen für Seiteneffekte. Tab kann noch mehr, aber da gehen wir jetzt gerade nicht drauf ein. Aber in dem Fall, wir wollen einfach einen Seiteneffekt. Ja, dieses Setzen des Scrollens des anderen Container können wir in Seiteneffekt als Seiteneffekt sehen, da es außerhalb des Streams was tut. Außerhalb des Streams irgendwie State ändert. Ja, und dafür Tab habt ihr bestimmt schon gemacht, um irgendwas zu loggen oder einen Console-Log reinzumachen, um zu wissen, welcher Stream gerade feuert, haben wir alle getan. Gut, interessanter ist, wait 400 milliseconds with no scroll events. Ist ein Operator, den habt ihr auch schon mal gesehen. In dem Fall debounce time. Wie funktioniert debounce time? Wir haben hier eine Zeitline und wir sagen debounce time 10 Millisekunden. Ja, hier steht discard emitted values that take less than the specified time between outputs. Bedeutet prinzipiell, was debounce time tut, ist, ein Event feuert und 10 Millisekunden später, wenn 10 Millisekunden lang, in dem Fall 10, ja, 10 Millisekunden lang nichts passiert, lassen wir das Event durch. Jetzt gucken wir hier an die Stelle 2. Wir sehen, auf die 2 folgt die 3, die 4, die 5. Dann 10 Millisekunden lang nichts. Also wollen wir nur die 5 durchlassen. Dasselbe gilt, hier passiert lange nichts, also kommt auch hier unten nichts. Hier unten kommt irgendwann die 6, auf die 6 folgt nichts, also 10 Millisekunden später lässt Debounce Time die 6 durch. So funktioniert Debounce Time. Und das ist genau cool für uns, weil wir sagen, es kommen Scroll-Events, also passiert erstmal nichts und wir wollen, also wir updaten ja schon vorher die Position, ja, und jetzt wollen wir, dass wenn 100 Millisekunden lang nichts passiert, lassen wir eins durch und sagen dann, jetzt mach bitte unseren Reset. Wie resetten wir denn diesen Stream? Wie sorgen wir dafür, dass dieses Race quasi nochmal neu evaluiert wird und alles von vorne anfängt? Dafür gibt es Repeat. Was tut Repeat? Repeats an Observable on Completion. Wir haben also quasi AB, hier unten sehen wir das auf der Timeline AB und dieser Strich hier ist die Completion. Und wir sehen quasi, wenn wir Repeat-Operator nehmen, wir können dem auch sagen, wie oft er etwas repeaten soll. Ohne Zahl passiert das unendlich oft. Wir sagen also AB, ja, wir sehen hier unten lässt er AB durch und sobald das Complete kommt, resubscribt er wieder auf diesen Stream und macht wieder AB.
dann sehen wir hier unten das Zeitintervall zwischen B und A ist genau hier das zwischen B und diesem Strich. Das passiert hier nochmal. Hier completed dieser AB-Stream und er resubscribed wieder auf AB und dann wieder nach demselben Zeitintervall stoppt das. Wir können uns also vorstellen, wir nehmen diesen Block und pasten den dreimal hier unten rein. Das ist genau das, was Repeat tut. So, ein Ding ist noch, dass dieser Observable Stream, also Repeat, dann repeated, natürlich nur dann, wenn der Stream vorne dran, an dem wir hängen, completed. So, wenn wir jetzt so einen Scroll-Stream haben, der completed ja nicht einfach so, ja, weil ich kann ja unendlich lang scrollen, ich kann aufhören, später weiter scrollen. Diese Scroll-Funktion, diesen Callback, den wir da registrieren, der lebt ja so lange, bis wir sagen, wir haben keinen Bock mehr da drauf, ja. Das heißt, wir müssen noch dafür sorgen, dass nach diesen 100 Millisekunden den Stream, den wir bis dahin gebaut haben, completed, endet, damit das Reset das Ganze nochmal resetten kann und das Race wieder funktioniert. Dazu habt ihr bestimmt schon den Operator auch gesehen, nämlich take. Was tut take? Ganz simpel, take completed einen Stream, nachdem die Anzahl, die ich definiere, durchgekommen ist. Ja, hier unten haben wir take, wir sehen, wir haben einen Stream, der feuert hier die 1, 2 und dann die 3, 4. Wir hängen an den Stream take 2, bedeutet nach zwei Werten wollen wir einfach completen. Jetzt gucken wir, hier kommt die 1, die 2 und hier unten sehen wir, hinter der 2 ist der Complete-Strich. Bedeutet also nach zwei Elementen, weil in dem Fall Take auf 2 eingestellt ist, completen wir den Stream. So, war sehr viel Gerede, packen wir das alles zusammen. Wir haben Race, Tab, Debounce Time, Take und Repeat. Die haben wir gefunden und die gucken wir uns jetzt das Ganze mal an, wenn wir das implementieren. Auch dafür habe ich ein Bild für euch. Ich mache das mal gerade auf. AX Operators, genau, machen wir das bitte auch zur Seite auf. So, ich kann jetzt irgendwie noch das hier so splitten und das umstellen und hier unten ein bisschen zoomen. Und dann hoffe ich, dass wir so alles sehen. Wir sehen nochmal die Schritte des Algorithmus, wir sehen die Operatoren, die ich verwenden will und ich hoffe, dass meine Kamera dort nichts abschneidet. Wenn nicht, ihr habt den Algorithmus ja gesehen und wir haben ihn hier nochmal kommentiert. So, das war viel Gerede. Wir haben das alles zusammen uns Gedanken gemacht, das rausgefunden und jetzt wollen wir das Ganze auch mal implementieren, damit wir sehen, was da passiert. Das heißt, das Erste, was wir machen können, wir können mal hier den ganzen Kram rausschmeißen. Alles, was wir bisher implementiert haben, wir sehen schon mal, dass diese Timeout-Geschichte wegfliegt. Wir sehen, dass dieser First State für uns wegfliegt, was schon mal ganz cool ist, ja. Und das heißt, wir haben schon mal hier in diesem Fall keine wirklichen State-Variable. So, diese Scroll-Funktion, ich packe mal gerade diese Kommentare wieder zusammen, das beschreibt quasi unseren Algorithmus. So, diese Scroll-Funktion werden wir jetzt in diesem Fall erstmal nicht mehr verwenden. Wir können auch hier unten das Ding leer machen. So, machen wir hier das Reset noch in eine neue Zeile. Das sind die Schritte in unserem Algorithmus. Dann ist das parallel zu hier, dann seht ihr es hier nochmal. Was wir also tun wollen ist, dieses Scroll, wie gesagt, diese Funktion ist ja die, die getriggert wird von dem ganzen Kram hier in meinem Template. Die ignorieren wir jetzt einfach mal und sagen, das Ganze soll passieren im ng-on-init. Ja. Warum können wir ng-on-init machen? Ganz simpel. Wir wollen ja, oder wie wir jetzt gleich drauf kommen, auf diesem Stream quasi ein Event, also aus diesem, von diesem Element-Ref ein Scroll-Event-Stream zu machen, zeige ich euch jetzt. Aber für alle, die das interessiert, da die beiden Container hier static in meiner Komponenten-View sind, ja, die werden nicht über ngif oder so ausgeblendet oder später zum DOM hinzugefügt, kann ich hier im onInit direkt auf dieses ViewChild hinzugreifen. Deswegen haben wir hier static true, weil das Ding einfach da ist und ich kann davon ausgehen, dass es im onInit da ist. So, was wollen wir tun? Ich habe gesagt, wir brauchen zwei Streams. Nennen wir diesen Stream dann einfach mal Scroll Main. Wie kriegen wir einen Stream? Wir wollen quasi auf ein DOM-Event reagieren. Da gibt es schon was bei XJS, das heißt From-Event. Und was wir da reingeben können, ist, wir können sagen this.main.nativeElement. Und dann können wir eben sagen, welches Event wir wollen, nämlich das Scroll-Event. So. Lassen wir das mal so stehen und machen dasselbe noch für die Side. Es gibt auch an dieser Stelle andere Wege. Wenn wir am Ende noch Zeit haben, zeige ich euch vielleicht einen kleinen Weg noch, der mir persönlich ganz gut gefällt, der auch diese Scroll-Version-Variante mitnimmt. Aber dass ihr das mal gesehen habt, wir können hier einfach diese
Source-Events, auf die wir nachher basieren, so erzeugen. Ja, wir haben hier das Scroll-Main, das Scroll-Side, From-Event, wunderbar. Jetzt gibt es noch ein Problem. Nämlich, nehmen wir uns mal gerade hier unseren Algorithmus hier hoch, was heißt Problem? Was hier durch diese Streams im Moment durchkommt, ist natürlich das entsprechende Scroll-Event. Sprich, wir kriegen quasi das Event-Target raus. Also wir haben quasi wirklich das DOM-Scroll-Event in der Hand. Das interessiert uns aber eigentlich gar nicht, weil was uns interessiert, natürlich, es könnte uns interessieren, aber meine Implementation interessiert es so nicht. Für mich ist eigentlich nur interessant, ich will jedes Mal, wenn auf diesem Ding was scrollt, ähnlich wie hier unten auch, dass da aus dem Stream einfach der String main rausfluppt. Das können wir ganz einfach machen. Wir pipen den zu Map2 und sagen, wir wollen hier einfach main haben. Dasselbe, wir können das noch importieren oder hoffentlich importieren. Gucken wir uns gleich an, warum er das gerade nicht frisst. Habe ich hier vielleicht Klammerzeug falsch? Nein. Warum genau möchtest du Map2? Habe ich noch keine Operatoren importiert? Ja, das ist natürlich sehr tragisch. Müssen wir einmal von Hand machen, weil VS Code das nicht komplett einfach so indiziert. Dann haben wir nämlich ein bisschen bessere Laufzeit. So, hier, wunderbar. Wir haben jetzt prinzipiell zwei Streams. Dieser Stream hier, immer wenn ich auf Main was scrolle, kommt aus diesem Stream einfach der String Main raus. Und wenn ich hier Side scrolle, dann kommt aus diesem Stream einfach Side raus. Das ist wie die Map-Funktion, nur dass ich eben auf ein Value mappe, ohne die ganze Funktionsgeschichte. So, jetzt haben wir quasi mal hier unsere Scroll-Source-Streams, wenn wir so wollen. Cool. Jetzt geht's los. Determine which container scrolled first. Dafür haben wir diesen Race-Creation-Operator. Wir nehmen den, wir schreiben das noch richtig. Und was kriegt Race? Ich hoffe, dass er den importiert hat. Nein, war natürlich genau der falsche. Machen wir hier Race. Was kriegt Race? Race kriegt eine Liste von Observables. Das heißt, wir geben ihm jetzt einmal Scroll Main und Scroll Side. Oh ja, vielen Dank, Benjamin. Schön, dass einer aufpasst. Das war natürlich ein Test, ja, ob ihr nicht eingeschlafen seid. Richtig, wir wollen natürlich hier darauf reagieren, auf Side. Vielen, vielen Dank. So, hier, wir haben unser Race. Wir geben ihm zwei Observables und wie gesagt, das Observable, das zuerst feuert, das nehmen wir und das andere unsubscriben wir. Ah, cool. Ich sehe gerade, dass das mehrere Leute gesehen haben. Vielen Dank. Ja, das geht manchmal unter in the heat of the moment. Ich danke euch. So ist das. Deswegen sollte man nicht copy-pasten, einfach so blind, ja? Ist gut. Auf jeden Fall haben wir hier unseren Race-Operator. Jetzt haben wir quasi einen Stream, durch den nur entweder Main oder Side durchgeht, weil Race das für uns macht. Das heißt, wir müssen uns gar nicht merken, wer war jetzt zuerst und wie und ignoriere den anderen. Brauchen wir nicht zu machen. Race macht das für uns. Dieses Race erzeugt uns, wie gesagt, ein Observable, auf dem jetzt nur noch Main oder Side durchkommt. So, jetzt der Rest passiert mit diesen Operatorkette, die wir hier bauen. Wir können hier unten gerne auch schon mal drauf subscriben und haben eine Subscription in der Hand. So, wie ignorieren wir jetzt die Events zum Second Container? Wie gesagt, brauchen wir nicht tun, wird schon für uns gemacht. Denn Race macht diese ersten beiden Punkte für uns in einem. Heißt, das nächste, was wir machen wollen, ist eigentlich, wir wollen die Scroll-Position updaten. Wie machen wir das? Wir machen ein Tab. Was kriegen wir hier rein? Tab, bitte importiere das Richtige. Ich weiß nicht, warum ihr da irgendwas mit Internal hinschreibt, aber funktioniert wunderbar. Und wir kriegen jetzt quasi die, nennen wir es mal Source, wie unten auch. Und wir wissen, Source ist jetzt entweder, es ist ein String, könnte jetzt sein Main oder Side. In diesem Fall können wir dann sagen, upsala, this.applyScroll von Source. Wunderbar, jetzt ist das Problem, dass hier nicht nur, dass das Ding hier auf String getyped ist. Wir wissen, es passieren nur diese beiden. Jetzt könnten wir quasi diesen Observable hier, das liegt an dem Typing von Map2. Wir könnten jetzt entweder hier das Ding richtig typen für Type Completeness. Ja, wir könnten hier sagen, ist ein Observable von in dem Falle Main und Side. Ja, dann wissen wir schon, dass was hier reinkommt, Source ist entweder der String Main oder der String Side. Wäre eine Möglichkeit, wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, das Ganze hier zu machen. Vielleicht kommen wir noch dazu. Aber im Endeffekt, hier geht es nur ums Typing, weil unsere Funktion hier unten ist so getyped, dass sie nur Main oder Side nimmt.
Und hier oben käme aber ein String durch. Das liegt an dem Typing von dem Map2. Anyway, hier Tab, um den Seiteneffekt zu erzeugen. Als nächstes, wir wollen 100 Millisekunden warten. Kein Problem. Haben wir gesagt, wir nehmen Debounce Time für 100 Millisekunden. Wahrscheinlich könnten wir die auch kleiner machen. Wir importieren das Ganze, haben wir Debounce Time. Und danach haben wir gesagt, Take. Nämlich, was jetzt passiert ist, wie gesagt, wir fangen an zu scrollen. Es kommen ganz viele Main Events. Und wir updaten direkt den Scroll. Jedes Mal, wenn da Main kommt, machen wir Scroll Update auf der Site. Und erst wenn wir für 100 Millisekunden lang aufhören zu scrollen, geht das letzte, entsprechend Main oder Site, geht dann, lässt die Bounce Time durch. Ja, wie wir eben auch gesehen haben an diesem Bild. Wenn das Ding durchgeht, haben wir gesagt, wollen wir den Stream completen. Dazu machen wir dann ein Take One. Alternativ könnten wir hier auch First nehmen. Ich fand Take ein bisschen spannender. In dem Fall, First sollte auch wunderbar funktionieren, weil das erste Ding, was das Debounce Time durchlässt, soll diesen Stream completen, weil das ist der Punkt, wenn wir uns nicht mehr dafür interessieren, wenn wir das ganze Ding resetten wollen. Und wie resetten wir das Ganze? Na, haben wir schon gesagt, mit Repeat. Repeat resubscribed dann wieder auf diesen Race Stream. Ja, aus diesem Race kommt ein neuer Stream raus, der entweder Main oder Side kommt. Sobald das durchkommt, tappen wir und updaten die Position. Wenn 100 Millisekunden lang nichts kommt, killen wir den Stream und dann repeaten wir. Und das ist prinzipiell schon alles. Der Vollständigkeit halber machen wir hier auch noch das Einzige, was wir hier natürlich tun sollten, wenn wir sauber sein wollten, aber hier wieder selbes Ding mit dieser, wie soll ich sagen, mit dem Unsubscribe-Thema. Wir machen hier einfach mal kurz eine Private Sub ist eine Subscription. Subscription.empty und wir setzen diese Subscription hier drauf im onInit und im onDestroy sagen wir einfach dis.sub.unsubscribe. So können wir es machen und dann sind wir clean, aber auch in diesem Falle, wie gesagt, es würde uns nicht umbringen, weil nach 100 Millisekunden stirbt dieser Stream eh und wir resubscriben auf das Race und wenn wir halt irgendwann, in dem Fall wäre dieser Stream hier aktiv, ja, was ja, wir gehen nicht zu tief in die Details ein, was From Event macht, können wir aber machen, wenn nachher noch die Frage bestehen sollte. Im Endeffekt bringt uns das nicht um, da dieses Sub, ja, dieses Subscription, dieses Observable ist nur in unserem Scrolling Component. Wenn diese Komponente sich zerstört, gibt es auch keine Referenzen mehr, die gehalten werden. Also wird das Ding zerstört, wunderbar für uns und es wird entsprechend, es gibt keine, wie soll ich sagen, nichts mehr, was die Referenz hält. Aber wir sollten trotzdem clean unsubscriben und alles ist cool. So, was wollen wir tun? Prinzipiell wollen wir uns das Ganze angucken. Wir sind nämlich eigentlich schon fertig. Wir sollten vielleicht noch hier oben das onInit implementieren. Und das und das, ja, gut, machen wir zu. So, clean das und wir sehen hoffentlich, dass beide scrollen. Wir sehen, hier unten passiert nur Scrolling Main und hier unten passiert Scrolling Side. Wir haben genau dieselbe Funktion. Damit ich euch beweisen kann, dass das nicht nur ein Spaß war und der aus Versehen hier korrekt läuft, machen wir einfach nochmal einen NPM Start. Erneut, dass das neu gebaut wird und nicht, dass mir nachher jemand vorhält, ah, das war noch das alte. Nein, ich gehe davon aus, dass es hier funktioniert. So, gucken wir uns das nochmal an, wenn es neu gebaut worden ist. Dauert noch ein bisschen in der Zeit. Ja, wunderbar, sind wir auch schon fertig. Gucken wir mal hier rein. Laden hier einmal neu, um sicher zu gehen, dass wirklich die Stream-Lösung ist. Und wir sehen hier unten, nur Main wird gescrollt, nur Side wird gescrollt, Main wird gescrollt, Side wird gescrollt und wir sind wunderbar im Sync. Kein Flickern, kein Nichts. Und hier haben wir die AXJS-Lösung. So, an dieser Stelle, wie gesagt, eine coole Sache ist, ich muss mich zum Beispiel nicht mehr um diesen State kümmern. State, den ich update, kann Seiteneffekte erzeugen, ist nicht so schön. Hier haben wir nur einen einzigen Seiteneffekt, nämlich dieses Apply Scroll. Zusätzlich, wir müssen uns nicht um diese ganze Timer-Logik kümmern. Das wird hier für uns auch schon gemacht, ja, in dem Debounce Time. Jetzt gibt es eine Sache, die man meiner Meinung nach hier noch verbessern kann, wenn wir diese Kommentare so ein bisschen rausnehmen. Ich mache die mal gerade so weg. Für jemanden, der jetzt so da drauf guckt, ist das unter Umständen gar nicht so gut lesbar, weil was soll diese Kombination an diesen drei Dingern?
Wäre es nicht cool, wenn hier sowas stehen würde wie Repeat after 100? Ja, und diese drei Dinge wegfallen würde. Und genau das machen wir jetzt noch einfach schnell. Dann können wir nämlich die Lesbarkeit von unserem Code mit AX ein bisschen verbessern. Deswegen machen wir hier eine Function, nennen wir Repeat After und wir bauen jetzt quasi unseren eigenen Operator. Das seht ihr in Teil 2 der Serie. Nehmen wir mal gerade rein, wie sollen wir das nennen? Delay in Milliseconds, Number und was wir zurückgeben, ist eine Operator Function. Wie ist, kommt von AX.js und worauf wollen wir das Ganze hängen? Ganz ehrlich, ist eigentlich egal. Jetzt muss ich gucken, ich glaube, es gibt noch die Mono-Operator-Function, die wahrscheinlich interessanter wäre. Wir kriegen quasi eine Sache rein, wir wollen quasi nichts rausgeben. Ist wahrscheinlich eine Mono-Operator-Function. Gucken wir mal gleich. Wichtiger ist, ja, ich glaube, es ist Mono-Operator. Gucken wir gleich rein. Anyway, was ich hier tun möchte, ist, ich möchte jetzt prinzipiell einfach, ich kriege hier eine Function, die kriegt ein Source-Stream rein. Die Source-Observable ist quasi, in dem Fall kann es ja irgendwas sein, spielt für uns keine Rolle. Ja, deswegen nehmen wir einfach mal Observable Any. Und was machen wir damit? Wir sagen einfach Source.pipe und packen unsere Operatoren einfach hier unten rein. Mit einem kleinen Unterschied. So, so, so. Wir können das Ding noch schön kommentieren, wenn wir wollen. Und hier wollen wir natürlich noch Delay MS machen. Somit haben wir quasi eine Operator-Function erzeugt. Und der Return-Type könnte sein, es ist eine Mono-Type-Operator-Function Any. Weil wir wirklich Any nehmen. Gucken wir gerade nochmal rein. Ich muss zugeben, ich bin gerade... Okay, der macht von Any nach Any. Genau, wir können quasi... Unter Umständen könnten wir hier das Ganze mit T typen, aber es ist uns in diesem Fall wirklich egal, denn wir benutzen das Ding nur hier drin. Wir könnten das Ding genauso gut typen auf unser Main oder String, aber darum soll es in diesem Moment auch nicht gehen. Wie gesagt, was wir hier bauen, ist eine Funktion, die gibt uns quasi eine Funktion zurück, die einen Source Observer nimmt und in diesem Fall diese drei Operatoren hinten dran hängt. Und jetzt können wir sagen, alles klar, mach hier unser Race und dann Repeat after 100 Millisekunden. Gucken wir mal, ob das Ganze noch funktioniert. Wunderbar. Und so haben wir dann noch so ein bisschen die Lesbarkeit mit reingebracht. So, gucken wir mal auf die Uhr. Wir haben um 10:30 angefangen. Wunderbar. Ich habe mir heute ein bisschen Zeit genommen, alles nochmal zu erklären. Ich hoffe, das war ganz gut. Denn damit sollten wir auch schon durch sein. An dieser Stelle nochmal den Hinweis für alle, die es noch nicht gesehen haben, nochmal, es gibt die Webinare Teil 1, Teil 2, wo ihr euch das Ganze nochmal angucken könnt. Da gehe ich noch tiefer darauf ein, warum AX.js eigentlich cool ist und wie man das mit den Operatoren macht oder was die tun, was meiner Meinung nach ein Kernteil ist, der seinen eigenen Webinar-Teil verdient hat. Des Weiteren auf der Webseite gibt es noch Blogposts von mir zum Thema AX.js, so drei kleine Fehlerchen, sage ich mal, oder Ideen, die am Anfang gerne passieren. Und wie gesagt, wenn ihr gerne privat mal so 20 Minuten über AX.js reden wollt oder ihr das in eurem Projekt macht und eine Frage habt, das Ganze geht natürlich dann auch noch unter einer NDA, können wir gerne privat auch mal in diesem Expert One-on-One 20 Minuten drüber reden. Vielleicht kann ich euch die ein oder Frage beantworten. Das war's von mir an dieser Stelle, außer es gibt noch Fragen von eurer Seite. Wir haben noch ein paar Minuten. Von daher gebe ich an dieser Stelle erstmal zurück zu Marco. Vielen Dank, Yannick. Die RX-Lösung sieht natürlich wirklich auch schon schön kompakt aus und durch die Herleitung, die du gemacht hast, war es natürlich dann auch total verständlich, was die paar Befehle dann untereinander tun. Und in der Tat, du hast natürlich recht, dadurch, dass wir dieses State-Handling von der Backe haben und dass das alles sauber da ist, ist dann, glaube ich, auch das Risiko geringer, dass wenn das jemand copy-pastet, ja, und dann in andere Programmteile überträgt, weil er denkt, oh, das ist vom Yannick, das muss funktionieren, und damit andere Dinge tut, wahrscheinlich wesentlich robuster als Source-Code, den man dann irgendwo verwendet. Von daher finde ich das eine sehr schöne Lösung. Ist das eigentlich jetzt etwas, wo du sagst,
man muss es unbedingt so tun? Oder wärst du, wenn du irgendwo in einem Projekt die Advanced Solution vorfindest, eigentlich auch schon happy und sagst, good enough, das lassen wir so? Oder ist es bei dir schon so, dass du überall Streams siehst und sagst, hold my beer, ich ändere das kurz mal? Sagen wir so, wenn es keinen Grund gäbe, das zu refactoren, würde ich es natürlich nicht refactoren. Aber wie ich kann ja mal gerne noch mal ganz kurz auf den Code zurückrollen. Ja, wir wissen ja, wie Git funktioniert. Wenn wir uns das noch mal angucken, ich habe den ja bestimmt hier irgendwo, und zwar, ich denke, simple, git cout simple, na gut, git reset hard, git cout simple. Wenn wir uns das noch mal angucken, ja, wenn ich da drauf schaue, muss ich natürlich erstmal Zeit da rein investieren, das Ganze zu verstehen. Warum merke ich mir jetzt den ersten? Was macht diese extra State-Variablen? Die Komponenten sind ja in der Regel ein bisschen größer. Und jetzt habe ich hier irgendwie diese Logik in dieser Komponente irgendwie drin. Und ich müsste tatsächlich erstmal verstehen, was diese Zeilencode überhaupt machen. Ja, ich muss wirklich versuchen zu verstehen, warum merke ich mir jetzt das erste? Warum ignoriere ich das zweite? Und was tut diese First-Variable? Also gefühlt, wie gesagt, vielleicht bin ich ein bisschen biased. Es gäbe keinen Grund, das zu refactoren. Es ist vollkommen okay, das auch so zu machen. Aber ich glaube, wenn man, wie gesagt, eine gewisse Zeit mit X.js verbracht hat, dann sieht man, glaube ich, auch, dass diese X-Lösung, wie du auch schon gesagt hast, relativ kompakt ist. Ich sehe quasi wirklich, okay, ich weiß, Race lässt einen der beiden durch und über den Rest muss ich mir gar keine Gedanken machen. Es gibt keine State-Variablen, die ich mir ansehen muss. Ich sehe, okay, ich apply den Scroll und dann alles klar. Erst nach 100 Millisekunden, und ich finde, es liest sich immer so schön. Nach 100 Millisekunden geht's weiter. Was passiert nach 100 Millisekunden? Ah, der Stream stirbt und fängt neu an. So, und wenn ich das dann, wie gesagt, noch in den letzten Teil reinnehme, ja, wie habe ich es genannt, Implementation, wenn ich das jetzt noch in diesen Operator packe, dann ist das für mich wirklich erstaunlich gut lesbar. Ja, ich sage hier, okay, Race, alles klar, einer der beiden wird genommen, der erste der beiden, der vorher wird genommen, ich apply den Scroll und nach 100 Millisekunden passiert das Ganze nochmal. Ja, für mich als jemand, der überall Streams sieht, ist das natürlich sehr wertvoll. Ich weiß nicht, ob jemand jetzt dort im Webinar sitzt und dann sagt, hey, aber diese andere Sache ist total einfach nachvollziehbar. Ich gucke da drauf und verstehe das direkt. Vielleicht bin ich zu biased. Von daher würde ich jedem mal empfehlen, das einfach mal zu versuchen, wenn man so ein Problem sieht, das nicht direkt was mit Daten und so weiter zu tun hat, auch mal das Ganze so zu probieren. Und im Endeffekt, finde ich, macht es auch Spaß. Ich habe kein State, es läuft von alleine. Es kann nichts passieren. Finde ich cool. Denke ich auch. Und wenn wir jetzt einen Teil der Zuschauer dazu gebracht haben, sich damit intensiver zu beschäftigen, sobald man, denke ich, in die ganzen RX-Operatoren dann auch reinkommt, die ein paar Mal angewendet hat, dann geht es ja auch leichter von der Hand. Dann brauche ich nicht mehr den Decision Tree nach ein paar Tagen, sondern sehe dann schon, wie ich es machen könnte. Und dann bekomme ich eben diesen kompakten, knappen Code, der letztendlich dann lesbarer wird, wenn ich auch die Operatoren kenne. Wenn ich die nicht kenne, dann stutzt man natürlich beim ersten Mal und überlegt, okay, was passiert jetzt hier? Aber das ist natürlich dann, kommt mit dem Essen, kommt der Appetit sozusagen, ne? Gut, ja, ich habe schon gesehen, gab schon positives Feedback. Ich glaube, das hat den Zuschauern auch gefallen. Deswegen vielen Dank für die gute Durchführung und auch die kleinen Bildchen daneben, dass man nachvollziehen konnte, was jetzt gleich passieren wird. Fand ich sehr, sehr cool. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Schreibt es in die Bewertung gerne rein und erzählt es weiter. Schickt Kollegen auch zu uns ins Webinar, damit die das auch mal sehen. Und schreibt gerne auch in den Kommentar im Fragebogen, welche Themen zum Beispiel bei RX.js ihr in einem vierten Teil möglicherweise von Yannick gerne sehen wollen würdet. Damit möchte ich gerne schließen, beenden, sage danke, dass ihr dabei wart und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.